Das Spiel scheint so nett zu sein, nichts im Wasser zu verstecken. Sonnenhöchststand. Sonnenuntergang. Er ist wie ein schlecht bezahlter GZSZ-Schauspieler. Ich geh jetzt wütend raus. Guck, die Sonne geht auf. Guck, die Sonne geht unter. Na los. Ich bin wütend. Du bist wütend. Warum ist Jane so wütend? Warum schläft Mike mit Luise, während er Jennifer liebt? Das macht mich wütend. Ich gehe wieder wütend raus. Ist das... Das kann nicht. Ist das... eine eckige Struktur. Du hast vorhin schon mal drauf geschaut. Ich schaue auf viele Sachen. Auf mein Handy. Warum liegt da jemand? Man verzieh dich, verschande nicht meine Städte hier. Auf Möpse schaue ich drauf. Ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Sehr schön. Sonnenuntergang. Wen haben wir denn da? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Bei den Göttern! Die Statue lebt! Ich bin keine Statue, Kind. Wenn du nicht begreifen kannst, wer vor dir steht, wie willst du mich unterhalten? Was bist du? Die Sphinx. Die Hüterin von Wahrheit und Wissen. Warum bist du hier? Die Götter schickten mich, um etwas zu schützen. Seitdem bin ich hier und bewache es. Wie? Oh, deswegen bin ich gar nicht hier. Nein? Dann sag mir, Winzling, warum bist du hier? Du beschützt einen Gegenstand von großer Macht. Ich soll ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Ein sehr edles Motiv. Doch leider kann ich deiner Bitte nicht nachkommen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich gehe nicht ohne ihn. Die Macht, die ich schütze, ist nichts für Willensschwache. Ich kann widerstehen. Man muss alles riskieren, wenn man nach Wissen strebt. Wenn du klug auf meine Fragen antwortest, hast du dich als würdig erwiesen. Mein Haus baue ich mir aus langen Seilen. Meine Beute wird mein tödlicher Biss ereilen. Spinne. Eine Spinne. Gut gedacht, Winzling. Was des Nachts offenbar, wenn auch nicht auf Geheiß, ist des Tages verborgen, selbst wo zu suchen man weiß. Die Sterne. Die Sterne. Du bist sehr weise. Im Frühling fröhlich, in schöner Pracht, im Sommer in Meerkleidung eingepackt. Und wenn Kälte die Wärme verbannt, werf ich ab mein Gewand und erscheine im Winter fast nackt. Ein Baum. Du bist ein Baum. Beeindruckend, Winzling. Sehr beeindruckend. Du bist wirklich interessant. Nun, nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. Äh.
Spinne. Sterne. Was sollen hier Sterne sein? Hier. Ich glaube, das ist der jüdische Glauben. Schalter. Und ich bin ein Baum. Schön, du hast die Knöpfe gedrückt und jetzt esse ich dich. Schnell, sie ist noch warm. Der hat sich schon gefreut. So, boah, jetzt habe ich so einen langen... Oh, es hat sich in eine Liebeskugel verwandelt. Na, keinen trockenen Spruch am Ende? Ja, das war weniger spektakulär, als ich erwartet habe. War weniger Spekulatius als erwartet. Aber jetzt können wir diese Sphinx-Galeone, die nicht viel schöner ist als die Schlangen-Galeone, vorne dran machen. Galionsfigur, Entschuldigung. Paradiesische Probleme. Ich zieh mal so ein bisschen rum. Hauptsache, ich habe ein Ziel. Von den Quests her. Da wollte man mal den friedlichen Weg machen und das Vieh stirbt trotzdem. Vor allem, warum lässt mich das Vieh die Antworten eingeben, wenn es weiß, dass es daraufhin stirbt? Und dann noch so komische Bewegungen macht, als wenn die das nicht wollen würde. Jage legendäre Tiere auch als Ziel. Was habt ihr immer mit den legendären Tieren? Ihr wollt nur sehen, wie ich versage bei den legendären Tieren. Na, ich werde nicht genug Leder rauskriegen, um einen Upgrade zu machen. Nee. Das ist alles zu wenig. Sie starb am Charme, weil ich das Rätsel gelöst habe. Oh mein Gott, du hast das Rätsel gelöst. Du bist schlauer als die Sphinx. Ich sterbe. Die Menschen haben eine Stufe des Intellektes erreicht. Tja, wenn sie heute auferstehen würde, wäre sie das intelligenteste Wesen der Welt. Sie müsste gar keine Angst haben, dass irgendwas Schlimmes passiert. Kauft auch Leder beim Schmied.
gibt ja immer nur relativ wenig Rohstoffe beim Schmied. Ich grüße dich. Siehst du, 100. Und ich bin relativ arm. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Zum Schiff meine ich. Die legendäre Tiere würden Leder geben. Ich habe auch noch, ich glaube... Ne, den Eber hatten wir. Ich hatte aber, glaube ich, schon irgendwie einen Löwen gefunden, ne? Den habe ich nicht getötet. Wir brechen auf! Willkommen zurück, Kapitän! Na, dreht mal. Volle Geschwindigkeit! Wenn die Ruderer wieder bei Atem sind, können wir anziehen. Hi ho, hi ho. Wir segeln auf einem Schiff. Dam, 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 da, dam, da, dam. Ich habe heute wieder ein Gehirnproblem. Irgendwie, wenn ich zu lange draußen bin, habe ich ein Sauerstoffproblem mit dem Gehirn. Oh mein Gott. Ah. Ich glaube auch, ich bin einfach glücklich. Es ist wirklich ätzend. Ich tende zwischen glücklich und traurig. Vielleicht dann wirklich eine nette Schizophrenie. Ruder ins Wasser. Bereit fürs Anbauen. Ach, eine Mannschaft nur aus Frauen, ey. Genau mein Fetisch. Mykonos ist viel betriebsamer als Kefalenia. Markus würde es sicher hier gefallen. Bloß nicht sehen lassen. Wie heißt die Proof? Lass es raus. Ich weiß nicht, was ihr meint. Das ist überhaupt ne. Es gibt nichts Taufrisches. Wenn es was Taufrisches zu erzählen gibt, dann erzähle ich euch das. Aber ich bin nicht. Also ich muss nur. Ich muss halt nicht irgendwas erzählen, wenn noch gar nicht nichts Offizielles da ist. Klingt aber, als gäbe es welche in der Warteschlange. Es hat nichts mit Warteschlange zu tun.
Sehr schön. Und ich wäre natürlich auch glücklich, wenn ich einen zweiten Mops holen würde. Nein, wenn ich eine neue Partnerin habe, also dann erzähle ich das erstmal meinen Eltern und dann erzähle ich das im Stream. Und ich erzähle es im Stream und verlinke den Stream bei meinen Eltern. Der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir noch einmal vor. Söldner mit dem Adler. Das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Machtgier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führen wird, Söldner. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Podarkes scheint ein grausamer Mann zu sein. Schlimmer noch. Ich hörte von einer Familie, die mit den Abgaben für die Götter im Rückstand war. Podarkes schickte seine Männer und raubte die Kinder aus ihren Betten. Als ihre Eltern aufstanden, um die Tiere zu füttern, bemerkten sie, dass die Tiere bereits gefüttert wurden mit den Leichen ihrer Söhne. Je eher ich dieses Monster zu Hades schicke, desto besser. Müssen Schweine gewesen sein. Hades würde vor ihm erschaudern. Bei Schweine fressen wir alles. Es ist, nett hier. Diese Inseln haben eine Riesengeschichte. Wir haben keine Zeit, Barnabas. Ich meinte, Mykonos hat tatsächlich eine Geschichte, die mit Riesen zu tun hat. Apollon war einst mit Hyperboreern aus dem verschneiten Norden befreundet. Eines Tages schickten sie zwei Jungfrauen und fünf ihrer Männer nach Delos, um dem Sohn des Zeus zu opfern. Sie wurden nie wieder gesehen. Und Mykonos? Die Insel besteht aus den Leichen der Riesen, die der legendäre Herakles erschlagen hat. Ich werde vergesslich. Was stand noch gleich in der Nachricht? Söldner mit dem Arm. Die Kurzfassung, bitte. Podarkes, grausamer Herrscher, machtgierig, gute Bezahlung, Rebellen, das Volk leidet. Perfekt. Ich sollte erstmal diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Ach, das war Kephallenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, chere, Alexios. Chere, Barnabas. Ich habe das Gelaber immer übersprungen. Nein. Wie willst du denn irgendwas mitkriegen von den Quests, wenn du alle Dialoge überspringst? Das ist, hier ist kein WoW. Beide Verstecke sind auf Mykonos. Höhle unter der Stadt. Aber wenn wir schon hier so ein bisschen rumrennen, also ich denke mal, das Stundenglas hat eine Aufgabe, die wir unterwegs mal eben auf erfüllen können. Ist ja nicht viel zu tun hier. Kann ich dir bei irgendwas zur Hand gehen?
Mein Herr wurde eines Verbrechens beschuldigt und er hat meine Aussage als Beweis versprochen. Was hast du vor zu sagen? Wahrheit oder Lüge, es ist egal. Der Archon wird mich zur Verteidigung meines Herrn foltern lassen. Die Soldaten sind schon auf dem Weg hierher. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen. Genau. Los, bleib bei mir. Genau. So viel Power im Schuss drin, dass er sich aufgelöst hat in seinen Bestandteile. Ich denke, ich kann zufrieden sein. Du kannst wirklich gut kämpfen. Du bist in Sicherheit. Danke. Danke für alles. Bitte. Es ist nicht viel, aber nimm es. Ein Tag wie jeder andere. Das ist ein abgeschnittener Penis in der Box, den du mir gegeben hast. Ja, er gehörte meinem Bruder. Es ist der kostbarste Besitz, den ich habe. Das ist ekelhaft. Proof, wie lange machst du heute? Circa Streaming. Also ich werde definitiv bis 0 Uhr auf jeden Fall spielen. Und ab da entscheide ich nochmal spontan. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, ja, interessiert uns aber nicht, weil... also irrelevant. Ja, griechische Götter waren schon cool. Weil die einfach wie Menschen waren. An sich war das Gehabe der Götter wirklich sowas wie die erste Soap der Menschheit. Also die griechischen Götter. Die haben mit allen möglichen Gevögel, mit den Sterblichen, die haben sich gegenseitig immer wieder gestritten. In ihren Geschichten. Cool, wenn man Montag nicht zur Arbeit muss, oder machst du Homeoffice? Die Artemis des wilden Landes. So gesehen ist das Homeoffice, was ich hier mache. Und selbst damals, als ich noch am nächsten Tag ins Büro gefahren bin, habe ich eigentlich auch noch bis 12 Uhr gestreamt meistens. Aber bin ich auch erst um 9 Uhr zur Arbeit gegangen. Was übrigens von meinem damaligen Chef immer sehr negativ gesehen wurde. Obwohl der manchmal so um 10 oder um 11 Uhr kam. Aber er hat zwischendurch auch meine Teamleiterin angerufen und gefragt, ob ich schon im Büro wäre. Oder wieder um 9 komme. Hat aber nie oft mit mir darüber geredet, dass ich einfach immer um 9 antanze. Weil ich ja auch als letzter immer gegangen bin vor Ort. Aber für mich war es einfach komplett logisch, weil entweder wäre ich nämlich... Der Gag ist, es hat erst angefangen, da ich gesagt habe, ich komme nur noch um 9 und mache meinen Mindeststundensatz nach hinten raus. Als es hieß, Überstunden gibt es nicht mehr. Also, weil ich jemand bin, der an sich ein totales Arschloch dann ist, habe ich dann gesagt, okay, ich könnte jetzt morgens... Damit ich durch den Verkehr gut komme dahin, weil ich bin ja 30 Kilometer gefahren zur Arbeit pro Strecke hier quer durch die Stadt, müsste ich dann um 7 Uhr losfahren, um dann um 8 Uhr da zu sein. Und wenn ich zu früh komme, habe ich davon auch nichts, weil es wird nicht auf meine Arbeitszeit angerechnet. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Oder ich fahre halt um 20 vor 9, habe nicht mehr den Berufsverkehr so extrem und bin halt einfach um 9 da. Und da habe ich immer gesagt, nö,
Da könnt ihr mich mal. Ich werde hier nicht um 8 antanzen. Um 8 ist eh keiner da. Und wenn irgendwas Schlimmes ist, ich bin eh wach morgens, dann sollen sie anrufen, dann mache ich das von zu Hause, vom Homeoffice, beziehungsweise schalte mich auf den Rechner ein. Ich habe Homeoffice schon gemacht, da haben die das noch nicht mal angeboten in der Firma. Wenn ich nochmal einen Office-Job machen würde, weil es im Chat gerade auch nochmal angesprochen wird, müsste der Mops mitkommen. Das müsste mit Vertragsinhalt sein. Ach so, ich soll hier einfach reinlaufen. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Verfehlt. Der Blick. Willst du spionieren, Athena? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. Ja, ich bin ein Gott. Ist es für klug, erst Messer zu werfen und dann Fragen zu stellen? Hodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Jo, Hauptsache der beste Schinken lebt. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich tauchst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist ein Zeichen, oder? Du bist der Söldner mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athena-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Du hast von Podarkes geschrieben. Ich werde ihn finden. Sein Haus ist an der Küste, nördlich der Stadt Mykonos. Aber er wird schwer bewacht. Wir sind nie ohne schwere Verluste auch nur in seine Nähe gekommen. Deshalb habe ich dich gerufen. Ich dachte, Delos sei das Herz des Delisch-Attischen Seebundes. Athens ganzer Stolz. Waren wir. Bis Athen die Seebundkasse von Delos fortschaffen ließ. Wieso? Um eine Statue von Athena zu bauen, die Apollon beleidigt. Das Volk hat Podarkes angefleht, den Schatz nicht den Athenern anzuvertrauen. Doch seine Machtgier hat ihn für die Wünsche des Volkes taub gemacht. Wenn es so miserabel läuft, warum verlässt Delos den Seebund dann nicht? Podarkes schickt Athena Soldaten, um Geld von uns einzutreiben. Sobald kein Geld mehr fließt, machen Athenas Schiffe unsere Insel dem Erdboden gleich. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an den mächtigen Alexios gewandt, sondern auch an Sparta. Podarkes hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athenas Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athena zu töten, bist du der Betrunkene. Warum auch immer die ganze Zeit betrunken sind. Ich habe unter einen Rock geschaut, junge Frau. Oder mittelalte Frau. Die sehen ja selbst alt, haben die ja immer noch den Körper einer 20-Jährigen hier. Nicht mal einen Buckel kriegen sie. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner. Ach, Frau, habt ihr keine Pferde?